Redner ist Abgeordneter Pretzel. In einer Minute, bitte. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Der EU-weite Digital Single Market bietet großen Raum für Innovation, Investment, Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum. Einheitliche, vergleichbare Regelungen auf den Gebieten Datenschutz, Schutz der Privatsphäre, Verbraucherschutz, Urheberrecht sowie insbesondere Kinder- und Jugendschutz müssen auf hohen Standards dabei gewährleistet werden. E-Commerce wird unsere Gesellschaft verändern, unser soziales Miteinander, das kulturelle Leben, kurz unser tägliches Leben. Und dabei bietet ein gemeinsamer großer europäischer Markt Raum für europäische Champions auf diesem Gebiet. Dafür brauchen wir ein freies Internet, Netzneutralität, keine Monopolstellung von Providern, Suchmaschinenbetreibern, keine Marktkonzentration oder Angebotsfilterung. Und wir müssen aufpassen, dass Big Data nicht zum gläsernen Verbraucher führt. Und ganz wichtig, wir brauchen Kinder- und Jugendschutz. Wir müssen es Familien erleichtern, ihre Kinder vor den Gefahren des World Wide Web zu schützen, und zwar schon beim Zugriff auf das Netz. Und um diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern, brauchen wir übergreifende Strategie, ein Regelwerk in diesem Bereich im Datenschutz, bei dem Schutz der Privatsphäre und insgesamt bei den Bürgerrechten. Dankeschön.